größte Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Bautzen wird von der AWO Lausitz in Hoyerswerda betrieben. Um das Arbeitsfeld der Sozialarbeiter im Bereich Migration und Asyl etwas genauer vorzustellen, welches seit 2015 Teil der Arbeiterwohlfahrt ist, hatte die AWO Lausitz zu einer Pressekonferenz geladen. 32 Nationalitäten beherbergt die Gemeinschaftsunterkunft in ihren zwei Häusern derzeit. Länder wie Afghanistan, Venezuela und Tschetschenien stellen dabei die häufigsten Herkunftsländer dar. So ein Zusammenleben auf engstem Raum ist nicht immer ohne Konflikte möglich. Doch leider werden genau diese am meisten wahrgenommen. Mir ist es immer wichtig, auch in der Arbeit mit den Bewohnern, sage ich unseren Sozialarbeitern grundsätzlich, sie mögen doch bitte nicht nur den Fokus setzen auf die Leute, die Krawall schlagen, weil das ist der geringste Anteil. Das sind zwei Hände voll Leute, die immer wieder sich in den Vordergrund schieben und mit irgendwelchen Aktionen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Worauf wir achten sollten, ist vor allen Dingen auf die Menschen, die im Hintergrund stehen, die sich am Ende engagieren, die sich einbringen, die am Ende leise sind, die eben keinen Widerspruch unseren Sozialarbeitern gegenüberstellen, dass wir mehr Aufmerksamkeit auf die stellen und sagen, diese Leute müssen wir besonders in Obhut nehmen, denen müssen wir besonders helfen, weil die haben es am Ende auch verdient. Und das ist das, was leider immer wieder passiert. Man achtet nur auf die Leute, die laut sind und nicht auf die, die leise sind. Denn der überwiegende Teil ist leise, die sind höflich, die sind strebsam, die sind rücksichtsvoll und die sind auch arbeitswillig. Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund sind Teil des Erfolgskonzeptes der Betreiber. Von 7 Mitarbeitern sind 3 nicht in Deutschland geboren. Sie können Sprachbarrieren schneller überwinden und kulturelle Missverständnisse ausräumen. Walid Zouawi, Sozialarbeiter aus Tunesien, war zunächst als freiwilliger Übersetzer in Hoyerswerda aktiv. Also ich zum Beispiel, ich kenne die andere Mentalität. Ich kenne, wie die anderen denken. Ich habe auch diese Sprache habe ich auch, weil alles Arabische sprechen, da kann ich direkt mit Leuten verstehen, also mit denen. Also ich kann mit Syrer klar, also ich verstehe die Syrer, die Araber beziehungsweise die alle verstehe ich. Ich kann gut Französisch, ich bin sehr gut, also ja, fleißig, also sagt man so, ja, genau. Das heißt, mit vielen Leuten aus Afrika, Kamerun, die reden Französisch, da mit denen kann ich mich gut verstehen. Also ich brauche keinen Übersetzer oder sowas, kann ich sofort antworten, ich kenne die Mentalität. Und das ist vielleicht die Sache, dass der Deutsche nicht hat, dass diese Sprachbarriere. Bei mir brauche ich niemanden, kann ich sofort mit Leuten reden, die kommen zu mir und das Problem ist schneller gelöst. Ja, also so denke ich, so sehe ich das. Ja. Gerade luxuriös, wie vielerorts vermutet, sind die Unterkünfte nicht eingerichtet. Mit Gemeinschaftsküchen und Duschen sind die Wohn- und Lebensbedingungen auf ein Mindestmaß beschränkt. Geschäftsführer der AWO Lausitz, Markus Bayer, und seine Mitarbeiter erläutern den Vertretern der Presse, mit welchen Themen Sozialarbeiter im Bereich Asyl tagtäglich beschäftigt sind. Wenn die was Probleme haben, die rufen mich an oder die kommen zu mir wegen irgendwelcher Probleme, Unterlagen, weil die Bürokratie hier, es ist kompliziert. Also mittlerweile kann ich sehr gut umgehen mit dem allem, mit diesem Anträge. Ich verstehe das ganz, wie das ist. Sogar Deutsche kommen bei mir, wenn die Probleme haben. Es ist wirklich so. Ja, und ich kann nur Leute empfehlen oder zum Beispiel helfen, wie ich kann. Ich helfe gerne und ich finde, das alles hier ist eine gute Sache, ganz ehrlich. Ja. Auch dass die fremdenfeindlichen Demonstrationen in Hoyerswerda zurückgegangen sind, freut die Betreiber und Mitarbeiter im Bereich Asyl sehr. Die AWO Lausitz möchte auch weiter über ihre Arbeit transparent in dem Bereich Asyl und Migration informieren.